Einen wunderschönen guten Tag. Heute einmal mit dem hier und einmal mit dem hier. Und dem hier. Ich mache mal ein bisschen heller, so, damit wir noch richtig was sehen können. Ja, hier wurde mir so ein Video geschickt. Ja, heißt, sagen wir mal, ist okay das Video. Kann man auch so sehen. Hier so mit Handy und so und. Ich probiere jetzt das mal aus. Jetzt mal ein Trick. Jetzt einfach mal hier, so, einen auf diesen hier. Tatsache, funktioniert. Ich habe hier das Kabel in der Hand und der Stift piept. Legt das ab. Weg. Jawohl, er hat recht. Funktioniert tatsächlich. Okay, eigentlich wirklich eine Leitung. Jetzt mache ich das mal ab. Das Kabel. Hängt es am Kabel? Ja, es hängt am Kabel. Okay. Gut, jetzt bin ich safe, ne? Jetzt kann ich es mal ins Ohr halten. Kann ich mal im Ohr halten, ne? Brummt aber trotzdem im Kopf. Warum? Jetzt kommt das hier. Das Ding. Das hört sich mal richtig fies an, ne? Boah, jetzt mache ich noch das Video an. Geil, oder? Keine Chance, also. Toll einfach. Das sind die fiesen Frequenzen. Ja. Genau, also das sage ich mal, das sind die fiesen Frequenzen. Warum? Genau, ich mach's mal aus. Weil dieser Stift misst die normale Netzspannung im Prinzip. Also nicht im Prinzip, er misst die normale Netzspannung. Das bedeutet. Ach, das ist ja safe, cool. Das ist ja safe. Ja. Safe, ja. Ja, wer glaubt, wird selig, ja? Ist nicht. Warum? Der misst nur 50 Hertz. Also gut, er könnte vielleicht auch 100 Hertz messen, aber dann ist auch Schluss. 20 Hertz wird er wahrscheinlich auch nicht mehr messen. Vielleicht schafft er 40 Hertz noch. Hiermit kann ich schon schauen. Oder hier? Richtig fies. Hört er das? Richtig fies. Hier ist der volle Pulle. Hier ist der volle Pulle. Also. Genau. Die Frequenz. Das ist die 50 Hertz Frequenz. Das sieht relativ ruhig an. Im Vergleich zu den anderen. Und jetzt nochmal das hier. Das ist eine wesentlich höhere Frequenz. Ist ja auch klar. Wenn die Telefone senden, dann senden die im Gigahertz-Bereich. Gigahertz-Bereich. Das hier auch. Wenn das Kabel dran ist oder nicht, es macht keinen Unterschied. Ich kann mir das Ding ans Ohr halten und irgendwann zwirbelt es im Gehirn. Schon klar. Ich zeige euch gleich, wie Frequenz funktioniert mit Molekülen. Also, nehmen wir mal an, 50 Hertz. Das ist 50 Hertz. Also die Zellen fangen in 50 Hertz Takt an zu schwingen. Schwingt. Na ja, gut, okay. 50 Hertz. Jetzt wollen wir das mal mit, ja, ich sag mal diese 2,4 Millionen Hertz machen. Kriege ich nicht hin, die Frequenz. Ganz ehrlich sagen, also kein Schüler, wie ich will. Und das ist das, was Handystrahlen im Prinzip ausmachen. Jetzt fragen sich ja immer viele Leute, ja, warum telefonierst du denn mit Lautsprecher? Klar, telefoniere ich so und nicht so. Das ist ein Grund. Und auch mit dem hier. Telefoniere ich so und nicht so.
weil ich habe doch keine Lust auf dieses Schwingungspaket. Daher kein Bock auf diese Schwingungspakete. Nee, das schwingt mir zu sehr. Klar, man kann natürlich sagen, habe ich jetzt nicht gesagt, ja, wir sollen ja mal höher schwingen und höher schwingen. Vom Bewusstsein her, ja. Aber das, ne, brauche ich nicht. Auch nicht, ne. Und das Ding müsste eben halt nur, sagen wir mal, 40 bis 100 Hertz maximal. Mehr kann es nicht. Passiert nichts, passiert nichts, passiert nichts. Hier, ja. Dann nimmt er davon da mit. So, ist es. Oh, die Maus ist ja richtig fies. Hört ihr das? Die Maus. Das sind nur 50 Hertz. Naja, das sind 50 Hertz gegen 2 Millionen Hertz. Also, was soll das? Warum redet man darüber überhaupt? Und, ach, der ist ja human. Hört mal an hier. Und jetzt? Der ist echt human. So, das ist gut. Oh, die Maus. Fies. Auch fies. Warte mal. Hier dreht sich los hier. Und hier? Oh, okay. Jetzt wisst ihr Bescheid. Also, das Video, es war ganz nett gewesen, was der Herr hier gezeigt hat. Wo ist das? Zwar nett, aber haut mich jetzt nicht wirklich vom Hocker. Haut mich nicht vom Hocker. Kann man. Bin ganz ehrlich, manche Videos sind einfach nur dafür da, um Angst zu verbreiten. Oder um, ich sag mal, abzulenken. Von dem hier. Ja. Abzulenken. Das ist eine Ablenkung. Ablenkung von dem anderen einfach. Und ich sage mir, warum? Ja, klar, vielleicht sind sie auch der Meinung, dass es so ist. Ist ja auch so für die. Aber da ich der Elektrotechnikermeister bin, weiß ich, die 50 Hertz sind jetzt auch nicht schön. Sind nicht schön, ist klar. Aber sind bei weitem nicht so gefährlich wie die 2 Gigahertz. Also 2 Gigahertz ist gleich 2 Millionen Hertz. Genau. Mikrowelle. Also, wer setzt sich schon in die Mikrowelle? Wir halten uns die bloß ans Ohr, jeden Tag. Ich telefoniere mal kurz. Halten wir uns jeden Tag hier so eine Mikrowelle ans Ohr. Und auch das Ding hier. Geht mal hier nur, mal sehen. Hier hört man wieder so 50 Hertz, also das ist okay. Das ist okay, das sind 50 Hertz, kann man sich mal ans Ohr halten. Aber das Ding hier. Aber das Ding da, also. Das meine ich. Und diese fiese Geräusche brauche ich auch nicht am Kopf. Okay, das war's erstmal von mir. Euch einen schönen. Ich hoffe, euch hat das gefallen und war aufschlussreich. Na dann, bis zum nächsten Mal.